Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein Rezensionsexemplar von dem Bloggerportal bzw. von CBJ vor. Und zwar, wie der König von Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen von Holly Black. Erstmal zu den Basics. Das Buch kostet in dieser gebundenen Ausgabe, und das gibt es auch nicht anders, 18 Euro. Das Cover gefällt mir wirklich ziemlich gut. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, ich blende es euch einfach ein. Ähm, total schön illustriert. Ich finde es mega hübsch. Von der Seite sieht es halt auch genauso aus wie ähm, die Elfenkrone, also die dazugehörige Reihe. Also je, dementsprechend gut sieht es halt einfach im Regal aus. Worum geht's? Wie der Titel eigentlich schon verrät, ähm, geht es hier um Kaden, also um den König von Elfenheim und seine Vorgeschichte ein bisschen, ähm, wie er Jude kennengelernt hat. Das Buch hat ähm, uh, wo ist es? genau 200 Seiten ähm, und ja, wie soll ich sagen? Also es beginnt mit Karden's Kindheit. Es hat aber auch ein paar Szenen oder Kapitel, die ihm hier und jetzt spielen, nach der Elfenkrone, also nach der Reihe. Ähm, alles in allem beschreibt es halt eigentlich nur ein bisschen, wie Karden zu Karden wurde. Und ich muss ehrlich sagen, dass es mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ähm, ich finde, man hat jetzt ein viel tieferes Verständnis von Karden wie er zu dem Jungen bzw. zu dem Mann geworden ist, der er halt ist, wie seine Kindheit ihn geformt hat. Man versteht eher, wie er sich Jude gegenüber verhalten hat. Das alles finde ich wirklich total schlüssig und total schön auch einfach geschrieben mit ein paar Stories die halt auch sehr Tiefgang hatten, auch so ein paar ich sag mal Märchen da drin, die auch Tiefgang haben, wo man sich dann auch fragt, hey, wie kommt es jetzt dazu und so. Ähm, alles in allem wirklich, ich bin total begeistert. Die Illustrationen in dem Buch sind einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben hier vorne direkt ein Bild von Kaden drin. Äh, die Illustrationen Torin ist Rowena Kay. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ähm, hier alles, also die Seiten sind so verziert, die ähm, wechseln sich dann halt auch immer ab mit so, äh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, <laughs> mit so Bildern drin und dann immer mal wieder Text und so kleine Zeichnungen daneben und sowas. Manchmal auch so eine ganze Seite dann. Das finde ich auch echt mega, mega cool. Ähm, dementsprechend könnt ihr euch aber vielleicht auch vorstellen, dass jetzt nicht so viel Text drin ist. Ich suche euch mal gerade meine Lieblingsillustrationen raus, einfach weil ich sie so wunderschön finde. Wo ist sie denn? Nein. Da. Das sind einfach Jude und Carden. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich finde es total schön gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde oft, dass kaden in den ähm, in den Fanarts nicht so gut getroffen ist oder nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Ich finde, der hat immer sehr weibliche Züge und eigentlich alles an ihm ist total weiblich und so habe ich ihn mir halt gar nicht vorgestellt, auch wenn er ein Elf ist. Und hier sind die wirklich einfach, also ich finde sie total gut getroffen und sehr ansprechend. Ähm, ja, das einzige Manko, was ich wirklich sagen kann, ist, ich finde, 18 Euro ist ein Wahnsinnspreis für so ein Buch. Es ist halt ein Add-on für Fans der Reihe. Es ist jetzt nichts, was man gelesen haben muss. Es ist aber schön, wenn man Carden besser verstehen möchte. Aber dafür, dass hier wirklich sehr wenig Text drin steht und das Buch nur 200 sehr großzügig bedruckte Seiten hat, 18 Euro zu verlangen, was man sonst für keine Ahnung für so ein Buch bezahlt, ähm, ist was ganz also finde ich wirklich ein bisschen zu viel einfach meiner Meinung nach. Ähm, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich es als Rezensionsexemplar ergattern konnte und es jetzt trotzdem in meinem Regal stehen habe. Ist es nötig? Nein, ist es ist ein nettes Add-on auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auch nicht so enttäuschend wie ich zum Beispiel die. Witze und Weisheiten des Tyrion Lannister fand, ähm, sondern es ist halt wirklich nochmal richtig, richtig schön, auch nochmal in diese Welt zurückzukehren. Es ist aber meines, meiner Meinung nach etwas für Fans einfach, also jetzt nichts, was irgendwie grundsätzlich nötig ist, um die Story zu verstehen oder irgendwie äh, besser dahinter zu steigen oder so. Also besser schon, aber man kann die Trilogie auch als abgeschlossen betrachten. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei der, beim Bloggerportal und natürlich beim Random House, bei der Verlagsgruppe und bei CBJ im Speziellen für das Rezensionsexemplar. Ich hoffe, die Rezension hat ähm, gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Abo-Button betätigt und die Glocke bimmelt, um hier nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Da hat ich ja auch Lilli Literatur und da läuft im Moment ein Buddy-Read mit der lieben Kürbiskopfeule zu. Bestickt mit den Tränen des Mondes. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut. Ansonsten ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.